46, SWF 3. Rund 300.000 Menschen waren noch auf dem Oktoberfest. Obwohl schon nach 22 Uhr herrscht immer noch Hochbetrieb in den Bierzelten, an den Buden, auf den Fahrattraktionen. Allmählich machen sich Familien mit Kindern auf den Heimweg. Dann passiert das Unfassbare. Um 22.20 Uhr explodiert am Haupteingang eine Bombe. 13 Menschen sterben, mehr als 200 werden zum Teil schwer verletzt. Nach dem Attentat ein Bild des Grauens. Das Oktoberfest schließt für einen Tag. Das war heute vor 10 Jahren. Ulrich Chaussy, Sie haben sich sehr ausführlich mit diesem Attentat beschäftigt, auch ein Buch darüber geschrieben. Ist eigentlich eindeutig geklärt, wer hinter diesem Attentat stand? Für die Behörden ist das eindeutig geklärt. Für mich ist es nicht geklärt. Die Behörden sagen, Gundolf Köhler, ein 21-jähriger Student, der Geologie, hat eine Bombe alleine gebaut und nach München gebracht und sie dort in einem Papierkorb explodieren lassen. Und dabei kam er selbst und 12 andere Menschen eben zu Tode und die über 200 Leute wurden verletzt. Die Behörden meinen, das hat er getan, weil er persönlich verzweifelt war, weil er daraus einen Universalhass, also ein Originalzitat aus den Akten, auf die Menschheit entwickelte. Naja, und deswegen fährt man eben nach München und sprengt sich und 12 andere in die Luft. Was haben Ihre Recherchen ergeben? Erstmal habe ich angesetzt bei dem, was ja auch die Behörden am Anfang wussten. Der Gundolf Köhler war 2 Jahre lang aktives Mitglied bei der rechtsextremistischen Wehrsportgruppe Hoffmann. Nur diese Spuren, die verlieren sich alle relativ schnell in den behördlichen Ermittlungen. Vor allem die Spuren, die am Anfang eine große Rolle spielten, dass Gundolf Köhler gar nicht alleine an diesem Tatort an der Theresienwiese gewesen ist. Das heißt also, es gab Grund genug, wenigstens zu sagen, da waren andere, das waren nämlich die am hochkarätigsten eingestuften Zeugenaussagen, auch aus der Sicht der Behörden damals. Da waren also andere, wir konnten sie aber nicht finden. Die Sache ist sozusagen offen nach hinten hin. Aber stattdessen hat man eben, naja, das Bild vom Psychopathen Köhler konstruiert und das aus höchst fragwürdigen Zeugenaussagen. Das heißt, da ist schlampig ermittelt worden. Da ist ja nicht mehr als schlampig ermittelt worden. Da ist noch Schlimmeres geschehen. Beispiel, der damalige Staatsschutzchef im Innenministerium, im Bayerischen Innenministerium, Langemann, hat sofort, als er die Identität von Gundolf Köhler abgeklärt hatte und wusste, das ist einer gewesen, der war bei der Wehrsportgruppe Hoffmann, Reportern der Zeitschrift Quick diesen heißen Tipp gegeben. Die waren 10 Stunden später in Donaueschingen, wo Köhler herkam. Die stöberten alle Freunde durch und 6 Tage später war die Polizei dann soweit.